begleitet mich heute zu meinem ersten Besuch ins Disneyland Shanghai. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und einem Video aus Disneyland Shanghai. Wir sind angekommen und haben unser Gepäck schon im Hotel gelassen. Wir sind ja im Toy Story Hotel, dazu wird es ein separates Video geben. Wir laufen jetzt gerade durch Downtown Disney, sowas wie Disney Village, und gehen zum Haupteingang. Wir müssen nämlich unsere Tickets einlösen. Wir haben die über Clock gekauft und genau, das müssen wir dann am Haupteingang machen. Und hier gibt es natürlich auch einige Shops, die ich euch auch noch zeigen werde. Das hier ist Downtown Disney. Sowas wie Disney Springs, sowas wie Disney Village. So wie kann man das ganz gut vergleichen. Hier gibt es auch Restaurants und Shops. Wir schauen uns aber jetzt noch nicht um. Wir gehen erstmal in den Park. Hier Donalds Restaurant, das habe ich gehört, soll super gut sein. Eine Empfehlung, da würde ich gerne essen gehen. Ja, keine Ahnung, was da alles gibt. Popmart und Pandora gibt es hier auch. MLB Kids. Skechers. Also einige Disney-Sachen, aber auch wieder so ähnlich wie Disney Springs in Orlando, dass es auch an andere Marken gibt. Ein Disney Village oder ein Disney, keine Ahnung, Vorstädtchen wäre doch nichts ohne Lego. Also gibt es hier natürlich auch einen Lego Store mit den Aliens draußen, richtig süß gemacht. Und da hinten steht hier schon World Disney, also World of Disney, genau. Den Shop gibt es hier auch. Da werden wir jetzt nicht reingehen, aber auf jeden Fall werde ich da einmal während des Trips auch reingehen. Da vorne. Also man wird auf jeden Fall nicht direkt vom Park rausgelassen. Man muss durch Disney Downtown laufen, um zum Park zu kommen. Also der Park von der Größe her ist der größte Disney-Schlosspark der Welt. Flächenmäßig. Das heißt, es ist sehr weitläufig und ja, ich war vor kurzem im kleinsten in Hongkong und jetzt im größten. Und da ist diese coole Donald-Figur, die auf dem See schwimmt. Warte, Moment. Da. Da gehen wir jetzt aber auch nicht hin. All guests and their belongings are required to go through security screening prior to entering Shanghai Disney. Bisschen aus wie Prinzessin Leia, so ein bisschen. Es regnet gerade nämlich ein bisschen. Und ich habe nichts dabei, alles im Koffer gelassen, deswegen habe ich jetzt gerade meinen Schal umgebunden. Ja, reinzukommen, es gibt eine Taschenkontrolle und die ist sehr strikt, was Selfie-Sticks und Tripods angeht. Bedeutet, mein Tripod, wo ich meine Kamera drauf hatte, wurde nicht zugelassen und ich habe noch von der Insta360 so ein Ding dabei gehabt. Musste ich alles ins Hotel schicken lassen. Und jetzt auch das mit den Tickets. Wir waren an der Guest-Info und jetzt ist anscheinend nur unser Passport, unsere Eintrittskarte. Mal gucken, ob das alles so funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Alles Neuland hier für mich. So. Alles geschafft, alles Administrative. Dazu erzähle ich euch gleich noch was. Jetzt geht's aber erstmal in den Park. So. Ja, hier gibt es keine Main Street, sondern die heißt hier Mickey Avenue. Und hier ist schon osterhaft dekoriert. Richtig schön aus. Ein ganz anderer Flair hier, die Main Street, muss ich sagen.
Ja, wir sind im Park drin und es hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert mit der ganzen Administration. Wir haben ja das Ticket über Clock gekauft, da mussten wir zur Guest Service. Die haben das Ticket für heute und morgen schon registriert mit unserem Reisepass. Mit dem Reisepass geht man dann zum Eingang. Dort wird dann das Ticket ausgedruckt. Mit dem Reisepass wird ein Foto gemacht. Dann mussten wir noch zur Info wegen dem Behinderten. Der Behinderten-Disability Card, die gibt es hier nämlich auch. Dazu später auch noch mehr, ist ein bisschen kompliziert. Ja, jetzt sind wir aber drin, 11:30 und wir sind endlich im Park. Oh, schaut mal, Goofy und Pluto in einem super süßen Outfit. Richtig cute. Hi Goofy, how are you? Oh, nice to see you. I love your outfit. Next page or this way? No, next page. Okay. You can stand in the middle. Thank you. Yeah. Hi, Pluto. Yeah. Oh, I love your hat. Very nice. Schaut mal, Mickey und Minnie. Richtig süß. Übrigens noch schnell ein Autogrammbuch gekauft. Zeige ich euch später. Weil ich das Autogrammbuch so süß fand. Aber hier ist die Line, glaube ich, auch schon zu. Ich glaube, wir machen jetzt Mittagspause. Wir gehen jetzt zu Soarin' Adventure Isle, also Soarin' die Attraktion in Adventure Isle, sowas wie Adventureland bei uns. Und ja, Soarin' wird unsere erste Attraktion sein. Übrigens die Kameras auch wieder wie in Hongkong auch mal wechseln. Also den Attraktionen vor allem werde ich die andere nutzen, weil die besser in Lowlight ist und so weiter. Und auch vom Akku her weiß ich nicht, muss ich immer wechseln. Also falls das Bild ein bisschen anders ist, wisst ihr warum. Soarin' Over the Horizon, sehr ähnlich zu Epcot. Ein paar Szenen sind natürlich anders, chinesische Mauer und so weiter. Und natürlich das Ende in Shanghai. Aber ansonsten fast identisch und ist tatsächlich aber einer der beliebtesten Attraktionen hier in Shanghai.
im Disneyland. Aktuell hat es 45 Minuten Wartezeit, aber es kann auch tagsüber, wenn es voll ist, auf die 75 Minuten sogar gehen. Also ja, sehr beliebt. Im Gegensatz zu Epcot, da sind die Wartezeiten ja wesentlich geringer. So, was wir als nächstes machen? Keine Ahnung, wir werden jetzt weiter durch den Park schlendern. Ach nee, ich wollte hier von oben zwei Charaktere treffen. Die kann man nicht direkt hier neben dran treffen. Hi, can you... He will die for you five minutes later. Okay, so. Okay. Hello, how are you? Oh, nice to see you. So, let's have a picture. Also hier steht jetzt 10 Minuten für King Louis, aber das war nicht mal 2. Und da hinten haben wir Russell und ich weiß nicht, ob es Russell ist, der Hund, Dog, glaube ich, heißt er. Ich weiß die Namen gar nicht von oben. Da steht 20 Minuten, aber das sind auch nur ein paar Leute. Also bei uns in Paris wären das locker bei den 1 bis 2 Stunden Wartezeit. Hello, how are you? Very good. Can I have a signature? Yeah? This page? Yes. Oh, thank you. Okay. Yes. Yeah. Okay. Ruby, full color pasur. Die Farbe, full color pasur, Ruby. Thank you. Yes. Let's take a picture. Oh. Thank you. Bye bye. Thank you. Yes, let's have a picture. Ah, hier ist eine Show, eine Piraten-Stunt-Show. Läuft jetzt um 13.40 Uhr. 杰克船长沈通接帆，只要他们当中啊没有杰克船长随风摇摆，哎，大哥树，摇摆，对，摇摆，是轻柔的，出现了美丽的美人鱼。嘿，从前，七上八方。Wir haben jetzt die Piratenshow gesehen und ja, wir haben natürlich nichts verstanden, war alles auf Mandarin.
Aber ja, auf jeden Fall ganz witzig gemacht mit der Stuntshow. Und ja, kann man aber mitnehmen, wenn man hier lang dran, gerade dran vorbeiläuft. Wir gehen jetzt Richtung Pirates. Das soll die beste Pirates-Attraktion der Welt sein. Ich bin sehr gespannt. Hello, lovely. How are you? Very good, thank you. How are you? Very good. You've got... Why do you have four ears, lovely? You've got two on this side and you've got another set up there. Yeah, that's true. It's very, very strange. Come here. Do they work? They don't work. They just work. Look nice. They just look nice. They are kind of shiny, aren't they, friend? Yes. Look. They're very, very sparkly. Yes. Very... You don't like them? It's like a treasure, right? It is like a treasure. However, I do prefer ones that I can wear like this. Oh, yeah. Ones that aren't going to... I don't have any. Maybe I can borrow some from yours. Some of mine. How about this? You can join me on the black belt. Okay. We'll get you a ring just like this. Okay. Pick one. Which one's your favorite? This one. This one. You like the emerald here? Yes. Well, we've got plenty on here. Okay. Well, tell me, if you behave, you'll be a very, very good pirate. Don't drink all of my rum. Okay, I try. When it's cold outside, rum helps you to keep warm, right? Yes, that's my secret. How did you know that? I don't like when we talk about rum. Okay, I will not tell anyone. It's our secret, I yes. Is this your book? Yes, please. You who know, is that? You see? What is your name? Hello? Friend, what is your name? He doesn't speak much, does he? No, Chip and Dale and Donald. Chip and Dale and Donald. Very nice to meet you, mate. It's quite alright. Which one? This one, please. That's alright. I sailed with a pirate once. His name was Mr. Cotton. He spoke with a parrot on his shoulder. Do you want to know why? Why? Because he didn't have a tongue. It's very strange. Thank you. I need to ask you one question. Can I also ask you? Do you have the courage and fortitude to follow orders and stay true in the face of danger and almost certain death? Say yes. Yes. Deal! Savvy! Okay. 1, 2, 3. Thank you so much, Jack. Bye-bye, my dear. Have a good day and don't drink too much rum. No, they want a pen. Jetzt geht's auf Pirates of the Caribbean. Ich bin sehr gespannt. Soll die beste Pirates-Attraktion sein und einer der besten Attraktionen in den Disney-Parks. Bin sehr gespannt. Oh my god.
Pirates kommt man natürlich auch wieder in einen Shop, wo man Piratensachen kaufen kann. Ich gehe mal kurz hier schnell durch. Schön. Das ist schön. Ein Foto. Mhm. Ich gibt es auch Mickey und Minnie als Pirat. Da, glaube ich. Ist egal. Ohren gibt es hier natürlich auch. Die finde ich schön. Also Pirates of the Caribbean ist anders geil. Also das erwartet, also ich habe mir das auch nicht spoilern lassen tatsächlich. Man wird, man kennt es von der, die Boote sind dieselben. Man wird aber vorwärts gezogen, rückwärts, seitwärts, die Bildschirme. Man fühlt sich, als wäre man wirklich mitten in dem Film. Und ja, also ist echt eine richtig krasse Attraktion. Dürft ihr euch auf gar keinen Fall gehen lassen, wenn ihr hier in Disneyland Shanghai seid. Ich krieg langsam Hunger. Wir müssen sowas zu essen suchen. Wir sind jetzt bei Mickeys Café, direkt beim Schloss in der Nähe. Und für mich gibt es einmal eine Suppe mit einer süßen Mickey. Hier gibt es einmal Schweinefleisch mit Reis und Gemüse. Dumplings und ja, einfach diese Mickey da in der Suppe ist einfach so süß. Ich habe nur ein Dessert geholt und das essen wir jetzt.
aktuell mein Mikro nicht verbunden, aber ich wollte euch noch sagen, hier gibt es auch Wasserspender, wo ihr euer Wasser auffüllen könnt, wie in allen anderen Disney-Parks auch. Die Parade war echt schön, also hat mir echt gut gefallen. Die möchte ich mir morgen aber nochmal aus der ersten Reihe angucken, weil es war jetzt ganz spontan, dass wir aus dem Restaurant rausgekommen sind, die gerade vorbeikamen. Und wir gehen jetzt ins Zootopia-Land, ins neue Themen, in den neuen Themenbereich. Was ich auch noch sagen wollte, natürlich werden wir heute nicht alles schaffen. Wir sind aber morgen noch den ganzen Tag hier. Das heißt, wenn ihr noch mehr Disneyland Shanghai Content nicht verpassen wollt, dann schaltet auf jeden Fall im nächsten Video wieder ein und drückt die Glocke, dann verpasst ihr es auf gar keinen Fall, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. So, achso, und die Toiletten wollte ich euch noch sagen. Und zwar sind hier westliche Toiletten und asiatische Toiletten. Das bedeutet einfach ein Loch im Boden, also halt ne, so im Stehen, ne? Wie wir das jetzt nicht so gewohnt sind, müssen wir zwischen auf die Mappe gucken, dass wir uns auch nicht verlaufen. Und ja, es kann sein, also draußen auf den Toiletten, an den Türen, steht, was es für eine Toilette ist, ob es eine westliche ist oder eine, die Asiaten benutzen. Also nur zu eurer Info, dass ihr keinen Schreck bekommt, wenn ihr hierher kommt. Es gibt beides. Ja, wir gehen jetzt ins Zootopia-Land und normalerweise hat nur der Eintritt ins Land schon Wartezeit. Heute ist aber wenig los, deswegen steht da eine Null und 40 Minuten für die Attraktion. Also das ist heute wirklich, ich habe online gesehen, teilweise Wartezeiten von 75 Minuten allein nur, um in das Land reinzukommen. Und bis dann nochmal die Wartezeit für die Attraktion. Ist so ähnlich wie Ratatouille vom Fahrsystem oder wie sowas wie jetzt hier Mystic Manor war, zum Beispiel in Hongkong. Also ich bin sehr gespannt. Wir haben erstmal die 7 Zwerge. Dann schauen wir uns mal Zootopia-Land an. Ich weiß gar nicht, wie es genannt wird. Auf jeden Fall bin ich jetzt zum Glück nicht so der krasseste Zootopia-Fan. Das heißt, das Merch wird mich zum Glück auch nicht mega interessieren. Aber wir werden natürlich auch mal kurz durch den Shop durchlaufen. Aber schauen wir uns doch erstmal um. Der Themenbereich ist aber auch nicht mega groß. Hier gibt es zum Beispiel das Eis. Kann man hier kaufen.
So, dann schauen wir uns dann noch ein bisschen im Shop hier um, was es hier so gibt. Ich komme wahrscheinlich morgen früh nochmal alleine. Weil hier natürlich sehr viel los ist. Aber wir gucken uns trotzdem mal um. Verschiedene Schlüsselanhänger. Ja, also wie gesagt, kurzer Schlenker mal hier über die Mützen und Ohren, die es hier so gibt. Wie gesagt, ich komme morgen früh nochmal. Ist hier ganz schön voll. Also von jedem Charakter gibt es hier Ohren. Hier gibt es so Mützen noch. Nick und Judy. So dickere Mützen. Und auch hier dieser, ich weiß nicht wie er heißt. Jetzt bin ich so im Zootopia-Thema drin. Gibt es ja auch so als diese dicke Mütze. Ja? Nick und Judy könnt ihr hier natürlich auch antreffen, aber die sind natürlich sehr begehrt und ja, da skippe ich die Line, aber ja, die gibt es hier natürlich auch, passend zum Themenbereich. Also die Attraktion war anders geil, richtig cool. Sehr ähnlich wie Mickey und Minnie's Runaway Railway. Aber natürlich nochmal mit dem Zootopia-Thema und hat mir echt richtig gut gefallen. Der Themenbereich hier ist natürlich sehr voll. Er ist klein, er ist neu und er ist sehr beliebt hier in Asien. Dementsprechend sind hier sehr viele Menschen. Und ja, aber wir haben dafür nicht gewartet. Richtig cool. Und ja, hier machen natürlich ganz viele Fotos und so. Also gefällt mir echt gut der Themenbereich. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht so mit Zootopia. Aber werde auf jeden Fall morgen nochmal wiederkommen, mir nochmal das Merch vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Und ja, auf jeden Fall richtig cool. Man muss sich auch die Details anschauen. Also nach oben gucken, nach unten, über den Fußweg hier, an den Wänden und so. Also man muss hier genau sich genug Zeit nehmen, um die ganzen Details eigentlich zu sehen, die hier so versteckt sind in Zootopia. Es ist ganz schön anstrengend, so eine Meute zu bändigen, muss ich sagen. Ach, alles zu filmen, zu dirigieren, sie nicht zu verlieren.
Ich habe euch das Schloss noch gar nicht so richtig gezeigt. Ich muss sagen, es gefällt mir aber auch gar nicht. Aber ihr seht es mal. Wir gehen jetzt aber in die Alice im Wunderland Maze. Ich habe einen Fehler begangen. Ich habe gesagt, die sollen vorgehen, aber es ist ja eine Maze. Oh Gott, wenn sie jetzt nicht verlieren. Ja, ist ein bisschen anstrengend. Also bis auf Anaheim habe ich ja jetzt jedes Schloss, nee, nicht jedes, Tokio habe ich auch noch nicht gesehen, aber Tokio ist, glaube ich, fast identisch zu Orlando. Und Paris ist natürlich immer noch das schönste Schloss und ich muss sagen, Hongkong, das Schloss hat mir echt gut gefallen. Das hier gefällt mir gar nicht, das ist irgendwie so klobig und so groß und, also es ist groß, aber so, also breit vor allem, aber irgendwie, es sieht für mich aus wie ein Schloss, aber nicht unbedingt jetzt wie ein Disney-Schloss. Ja, das ist so meine Meinung. Jetzt hier so an den Themenbereichen auffällt. Also hier ist Voltage Crystal Grotto. Das machen wir morgen wahrscheinlich. Es gab 5 Minuten Wartezeit, da fährt man mit so einem Bildschirm. Ich finde, das ist im Hellen schöner. Wir gehen jetzt zu Peter Pan's Flight. Das soll nämlich auch so schön sein. Oder? Kann man das jetzt vielleicht noch? Ach komm, wir nehmen das mal. Was ich aber sagen wollte, ist, dass die Themenbereiche für mich so ineinander reinfließen. Also es gibt nicht so einen krassen Cut. Ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ sehe, das weiß ich noch nicht. Aber es ist viel weitläufiger, das merkt man schon. Also zum Beispiel Hongkong. Ja. Aber ich finde, wir sind heute echt gut durchgekommen. Dafür, dass wir erst um 11:30 im Park waren, haben wir schon einiges geschafft. Aber es ist halt auch nicht viel los heute. Also ich muss sagen, die Jahreszeit jetzt auch, wo wir in Hongkong waren und jetzt auch hier unter der Woche und ja, jetzt hier im März ist echt gut.
durch das Schloss durch, wo wir gerade runter durchfahren. Ja, das wäre jetzt gerade. Natürlich nicht auf Aufnahme gedrückt eben. Also nochmal zur zu Grottofahrt. Jetzt drehe ich auch noch die Kamera. Also jetzt läuft's. So, hallo, da bin ich wieder. Ist ähnlich wie die Conte-Fee-Fahrt, die wir haben in Paris. Diese Bildchenfahrt mit den Geschichten. Die waren nochmal viel besser gemacht und so. Auf jeden Fall ganz nett, mit 5 Minuten Wartezeit kann man da nichts dagegen sagen. Es ist Zeit für Tron im Dunkeln heute Abend. Morgen dann nochmal im Hellen. Meine Frisur ist jetzt schon wild von Tron. Ja, durfte leider kein Onride machen, durfte keine GoPro tragen, also keine Action Cam. Aber man hat mega viel Spaß gemacht, hat mir echt gut gefallen. Also ja, werde ich auf jeden Fall morgen auch nochmal tagsüber fahren, war richtig cool. Wir sind jetzt auf der Mickey Avenue und schauen uns jetzt in dem großen Shop hier um, was es hier so alles gibt. Ja, ich habe natürlich Handy und Kamera in der Hand, das heißt, ich kann nicht nach Preisen gucken. Bei der Mickey sehe ich jetzt, sind 259. Die Bomberjacke mit Chip and Dale ist echt süß, muss ich sagen. Donald. So Donald-Ohren, die sich bewegen. Donald Jacke, Donald Tasche. Weiß nicht, was das ist. Für Pet-Kostüme, also für Kuscheltiere. Hier gibt es diese Decken, die tragen sie alle jetzt drüber, wenn es kalt ist, so als Poncho. Also oben gibt es ja auch in Hülle und Fülle. So, jetzt sind wir im World of Disney. Im Downtown und schauen wir mal, was es hier so gibt. Erstmal brauche ich einen Beutel. So, hier gibt es Küchensachen, die kann ich mir direkt abschminken mitzunehmen. Dafür haben wir keinen Platz mehr. Ja, gleich sind wir durch. Ganz viele Kuscheltiere wieder. Hier haben wir nochmal Ohren mit dem Hasen, wo ich nicht weiß, wie er heißt. Da, Shelly Lou heißt er. Genau, steht ja auch da. Nochmal Hase. Ganz viel Hase. Aber hier Linabelle.
auch ganz viel von Linabell. Den Hut fand ich auch cool. Ja, ich guck morgen. Wir müssen halt erstmal nochmal alles packen und schauen, was dann alles reinpasst. Oh, der Pullover von Linabell. Oh, der gefällt mir. Ja, das ist jetzt hier der Ausblick von der Imagination Terrace, die im Downtown Disney ist, aber man ist im Prinzip über dem Park direkt, weil man kann vom Park, also hier von der Mickey Avenue, was die Main Street ist, hier langlaufen und dann ist da dieses Downtown Disney Schild, dann kommt man direkt ins Downtown, also es ist super schnell, dass man im Downtown ist von hier. Richtige Abkürzung und hier hat man direkt einen Blick auf das Schloss. So sieht das hier aus, echt schön. Und das ist die Terrasse. Richtig groß, aktuell noch nicht so voll. Hier gibt es auch ein paar Sitzbänke. Haben wir über die App gebucht, war nicht günstig, um die 30 Euro pro Person, aber das war es uns das wert. Da hinten sieht man tatsächlich auch Zootopia, so ein ganz bisschen. Ich habe übrigens Handschuhe an jetzt angezogen. Ja.
Ja, das war jetzt Illumination, glaube ich, hieß das Feuerwerk. Ja, ist okay. Klar, man hat die Songs nicht verstanden, aber, also schon, es war da auf Chinesisch oder Mandarin, aber ich habe schon bessere Feuerwerke gesehen. Also klar, es ist schön und man hat es auf jeden Fall auch hier gern gesehen. Vor allem der Tipp mit der Terrasse, haben auch gerade meine Begleiter gesagt, ist super. Klar, es ist teuer, aber man hat so viel Platz und man hat echt einen guten Blick auf die Terrasse. Also von der Terrasse aufs Schloss. Also das ist echt Gold wert gewesen. Aber ja, das Feuerwerk hat mich jetzt nicht umgehauen. Ja, wie gesagt, ich habe schon bessere gesehen. Wir gehen jetzt zum Shuttlebus, werden jetzt ins Hotel gehen, werden unser Zimmer beziehen. Wie gesagt, zum Toy Story Hotel wird es noch ein separates Video geben. Ich hoffe, dieser erste Tag hier aus Shanghai Disneyland hat euch gefallen. Mein erster Besuch hier. Morgen haben wir noch einen kompletten Tag und den werde ich auf jeden Fall von morgens bis abends ausnutzen und nehme euch wieder mit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.